erhobenen Hauptes die Tür hier öffnen. Wow. Genau, zerballer bitte mir die Augen. Wow. Genau, zerballer für mich die... Wow. Wow. Au. Da war ich zu gierig. Wow. So, wow. Ganz schnell raus hier. Genau, Combo aktivieren. Ganz schnell heilen. Oh. Gut. Und die Augen loswerden. Und ein bisschen hochheilen. Bete ich da oder hau ich dir irgendwie das Schwert in den Boden? So, weg mit dem Spawner. Und ja, der Dash geht jetzt übelst weit. Dank des Upgrades. Da, guckt mal, wie weit ich durchdashen kann. Mit einem Dash. Ja, und ich renne in die Explosion zurück. Ups. So. So, ich kann dich da erreichen. Ha. So, einmal heilen, bitte. Gut. Ah, du. Öffnest hier eine Passage. Okay. Und dann folgen wir der Passage doch mal. Wie ich mir dachte, die führt uns hier hoch. Weg mit dir. Ich sagte weg mit dir. So. Oh, ich sterb gleich. Wenn ich nicht aufpasse. So, kurz Kombo-Modus. So, tot. Tot. Ah, das war die falsche Fähigkeit. Ah, aber hier. A passage has been revealed. und das hat mir jetzt was gebracht. Außer, dass ich jetzt Mana zum Heilen habe. Ich dachte, ich komme da oben irgendwie lang. Also hier ist nichts. Kein Secret-Durchgang, gar nichts. Da war bloß eine Vase in die Wand geglitscht. Nö. So, zweiter Dinger aktiviert. Es muss doch einen Weg nach da oben geben. Aber nicht da lang. Wow. Dong, 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 dong. Au. Nein, so definitiv nicht. Und ich bin wieder hier drüben. Okay, das war jetzt ein sinnloser Tod.
Ich habe aber noch einen Bronzeschlüssel. Wo brauche ich denn den? Also ja, vielleicht auf der nächsten Etage. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Hier bin ich gerade nur gestorben. Jupp. Hier auch nicht. Also ja, ich war der Meinung, dass hier wieder irgendwo eine Passage wäre vielleicht. Aber ich finde hier keinen Schalter, um sie zu aktivieren. Gut, dann gibt es wohl keine andere Möglichkeit, als weiter hochzugehen. Falls ihr das mal findet, könnt ihr es mir ja in den Kommentaren schreiben, dann kann ich mich ärgern, wie blind ich war oder doof. So, nächster Flur. Hier wartet gleich schon mal ein Bronzeschlüssel auf uns und ein Haufen Gegner. So. Und da geht's zum Rüstungshändler. Aua. So. Erstmal die schießenden Irrwische weg. Ja, und gleich vor der Explosion getroffen werden. Zum Glück halt mein Boost gegen. Meine Combo. Und ja, ich suche jetzt wirklich gerade die Ziel, den Rüstungshändler, hä? Na kommt her. Dong, 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 dong. Hey, das macht Spaß. So. Der ist nicht zufällig da drüben, der Rüstungshändler. So. Bronzeschlüssel. Only four more to go. Okay, das ist wohl wieder so Secret-Zeug. Autsch. Autsch. Kleine Horde Augen. Rüstungshändler die Richtung irgendwo. Ah ja. Gut, das wäre hier unten rum und dann... Warum zeigt er mir in die Richtung an? Ja, da ist der Rüstungshändler hinter einer Silbertür. Und da drunten ist mal wieder irgendwo ein Boss. Und der Level-Up-Händler ist da auch. Wow. Und irgendwo ist eine Vendor-Münze in der Wand versteckt. So, weg mit dir. Noch mehr Spawner. Und wieder so ein Kriecher. So ein Stachelding. Ist hier auch alles verwinkelt und führt im Kreis und so. Okay, gucken wir mal durch die Bronzetüre. So. Ja. Töten die Augen, die ums Eck kommen. Kommt, so kann ich euch auch noch töten. So. Ups, das war falsch. Wo ist das Stachelding da drüben? Und ja. Ich sollte aufpassen, was ich hier treibe. Sonst verlaufe ich mich wieder nur. Wobei verlaufen kann man sich hier ja kaum. Ja, okay, du hast ziemlich weite Reichweite. So, jetzt sind wir draußen. Wow, viel Beschuss.
Ja, so kommen wir ziemlich gut durch diese Irrlichter durch. So. Ich will auf jeden Fall an die Vendor-Münze rankommen, bevor ich zum zum Rüstungshändler gehe. Oh, jede Menge Augen. Kommt ruhig her. Okay, heilen brauche ich mich nicht, aber ich brauche trotzdem Mana. Okay, dann machen wir eben den Spawner mal platt. Und heizen durch die durch. So. Sonst noch jemand Probleme? Weg mit euch. Da kommen gleich noch mehr Augen. Und ja, ich habe dich schon gesehen. So, weg mit den Augen. Und dann würde ich gerne hier rein. Und habe eine Vendor-Coin gefunden. Und gleichzeitig die Augen abgehängt. So, weg mit euch. Hm, ich glaube, ich habe eine Idee, wie ich da durchkommen soll. Also bei dem Stachel. Indem ich mir einfach einen Unverwundbarkeitstrank beim Trankhändler kaufe. Das ist vielleicht eine Überlegung wert. Ob ich da gleich nochmal runtergehe und mir einen Unverwundbarkeitstrank kaufe. Und es dann nochmal probiere. Ja, ich glaube, das werde ich schnell machen. Dashen wir mal kurz dorthin zurück. Oh. Sammeln unterwegs Kleingeld ein. Werden nicht angeballert. So. Gut, runter. Hier war nur ein Kombo-Händler und der andere Händler. So, da müssen wir nochmal runter, weil, soweit ich weiß, war der Trankhändler hier unten. Vitality. Vitality-Händler. Ja, ich laufe jetzt gerade ein bisschen mit der Karte rum. Oh, bloß nicht hier von den Stacheln treffen lassen. Falsche Fähigkeit benutzt. Ich wollte mich kurz heilen, weil ich hier Zeug auf dem Boden rumliegen hab's sehen lassen. Da ist der Boosthändler. So, genau, den da will ich, bitte. Boosthändler. Eine. Genau, eine. Ja, genau. Eine lilane Potion, die unverwundbar macht für einen kurzen Augenblick. So. Kurz Mana ausgeben. Und dann können wir einfach den Weg hier nehmen. Genau, am Vitality-Händler vorbei. Und hier lang. Und hier müssen wir wieder nach oben. Können hier nach oben. Zurück, wo die. Genau, und hier nehmen wir jetzt den Trank. Und sitzen in der Patsche, weil es da nicht weitergeht. Autsch. Okay, das war jetzt richtig, richtig, richtig mies. Da ist nämlich gar kein Weg weiter.
Also da ist eine Blockade im Weg. Boah, das haben wir jetzt alles umsonst gemacht. Wow. Ich will da irgendwie reinkommen, aber ich weiß nicht wie. Hier ist auch nirgendwo ein Schalter oder so. Naja. Einmal Treppe nach oben bitte, die ist dort. Dann gucken wir uns oben weiter um. So, wo gucken wir uns um am besten? Ich würde mal sagen, da unten, wo wir vorhin lang gegangen sind. Also ja, schön, dass es hier alles so verzweigt ist und so. Für was ist bitte die Tür gut? So. Einmal hier durchbolzen mit der neuen Spin-Fähigkeit. Kann mir jemand einer den Sinn dieser... Okay, ich glaube, ich kapiere den Sinn dieser Tür. Gut, ich habe den Sinn dieser Tür kapiert. Was habe ich jetzt entdeckt? Ah. Secret Passage. Und einen Silberschlüssel. Wow, und sehr viele Gegner. So. Was habt ihr davon? Wait, da liegt sogar noch ein Geschenk rum. Und ich habe eine Silbermünze liegen gelassen. Und einen ganzen Goldschatz. Hey, der Kriecher ist aber später auf mich aufmerksam geworden. Gut, ich denke mal mit der mit zwei Silberschlüsseln sogar, kann ich mich mal auf den Weg machen zum Rüstungshändler. Ich will auf jeden Fall meinen Heilzauber mal verbessern, wenn das denn geht. Aber was ich mir gut denken kann, dass es geht. So. Hier was einsammeln und dann war es das hier sogar schon in der Ecke. Also ja. Hier kurz aktivieren und wie kommen wir zu den Händlern? Darum würde ich sagen. Hm, da habe ich jetzt Gold liegen gelassen. Das gehe ich gleich und hole es mir. Erstmal die hier ausschalten. So. Ich habe schon ziemlich guten Rundumschlag, muss ich sagen. Also wie man sehen kann, sind das schon 180 Grad, was ich treffe. Wenn das noch mehr werden sollten, dann ist es böse. Ja, und da drüben komme ich nicht weiter, weil ich da keinen Bronzeschlüssel für habe, hä? Das wäre jetzt doof. Ja, Rüstungshändler, diese Richtung. Ein Apfel und eine Münze. Hey. Ah, genau. Hier lang geht's zum Rüsten. Was zur? Okay. Nein, hier nicht. Da müssen wir wohl auf den Knopf, damit wir die Passage öffnen können, hä? Ja, genau. So, aber erstmal die Augen loswerden, inklusive Spawner.
So, Irrlichter loswerden. Knöpfchen drücken. Passage mit Save Point öffnen. Gut. Weißt du was? Du nervst mich. So, jetzt nervst du mich nicht mehr. Und ich muss dran denken, dass ich nur ein paar Schalter hier zu drücken habe. Wahrscheinlich, um das die Bonusebene vom Akt 3 zu öffnen. Bin mal gespannt, ob es da wieder nur haufenweise Skelette gibt oder ob es dort dann mal was anderes gibt. So. Gut. Sehr gut. Jetzt können wir zum Rüstungshändler gehen.